können wir bessere Geschichten im Alltag erzählen? Wie können wir bessere E-Mails schreiben? Das lernen wir heute von einem der beliebtesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Heute zu Gast bei Menschen überzeugen ist Wladimir Kamina. Möglicherweise kennst du seinen Bestseller Russendisco, was sich weit über 1 Million Mal in Deutschland verkauft hat. Wladimir, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke für die Einladung. Danke, Vlad. Heute geht es aber um ein aktuelles Buch von dir, nicht um die Russendisco, sondern um dieses Buch hier, Der verlorene Sommer. Da sitzt du auf dem Balkon, trinkst Tee und liest ein Buch. Meine Frage, warum hast du dieses Buch überhaupt geschrieben? Ich habe viel Zeit in dieser Pandemie auf dem Balkon verbracht, aus nachvollziehbaren Gründen. Es war eine neue Situation. Auf einmal musste ich nicht nach den Geschichten lange suchen. Die Geschichten kamen zu mir. Das war ja das Rätsel dieser Pandemie. Einerseits war das natürlich eine Tragödie für viele, ein Drama für alle, glaube ich. Aber gleichzeitig hatte ich als Geschichtensammler natürlich das Glück, das einmalige Glück, ein Zeitzeuge bei etwas ganz Besonderem zu sein. Normalerweise, was schreibe ich für Geschichten? Da geht es um Menschen, die durchdrehen oder irgendwas voll daneben machen in einer stinknormalen bürgerlichen Welt. Und jetzt hatten wir die umgekehrte Situation. Die Menschen wollten ganz normal ihren Alltag weiter betreiben, wie immer, aber es ging nicht mehr. Die Welt liest es einfach nicht mehr zu. Die Welt hat sich verändert. Das war Alice im Wunderland im Grunde genommen. Deswegen sitze ich da auf dem Balkon. Mein Gott, ich habe so viel auf diesem Balkon erlebt und nicht gesehen vor allem. Vlad, das Buch heißt Der verlorene Sommer, Deutschland raucht auf dem Balkon. Das sind zwei Titel. Der verlorene Sommer war ursprünglich der Titel des Films, den ich drehen sollte für ZDF. Ich mache für Dreisat schon seit mehreren Jahren solche Dokus über irgendwelche Kulturhäuser, die eine große Tradition haben, aber immer was Modernes versuchen. Wir haben einen Film gemacht über Semperoper, über Friedrichstadtpalast, solche Geschichten. Und für dieses pandemische Jahr 2020 waren auch 3 Filme geplant. Aber die Kulturstätten waren alle zu. Die Events fanden nicht statt. Deswegen hatte diese Fernsehredaktion die Idee, dass wir über den verlorenen Sommer einen Film machen. Ich fand das ziemlich skurril, weil ich dachte, um so etwas zu drehen, muss man nirgendwo hinfahren. Da wird man überall das Gleiche sehen. Irgendwelche traurige Menschen, die auf einem Hügel stehen, die erzählen, was sie alles vorhatten, Tolles, und dass nichts daraus geworden ist. Aber es war eine sehr spannende Reise auf der Suche nach diesem verlorenen Sommer. Es war ja trotz allem überall was los. Deswegen, und dieser Titel hat dann Fernsehen nicht genommen. Das habe ich für mein Buch sofort natürlich geklaut. Und Deutschland raucht auf dem Balkon ist auch eine Geschichte. Soll ich sie erzählen oder nicht? Ja, klar, natürlich. Wann haben wir denn geraucht? Also das war, ich glaube, so vor etwa einem Jahr. Du erinnerst dich noch an die Zeit, als im Fernsehen ständig Bilder aus Italien kamen, wo Menschen auf den Balkonen standen und klatschten jedes Mal, wenn ein Krankenwagen oder eine Polizeistreife vorbeifuhren, um ihre Solidarität diesen Staatsdiensten zu zeigen. Und meine Nachbarn hier in Berlin wollten auch wie die Italiener sein. Wir standen stundenlang auf den Balkonen. Keine Sau fuhr vorbei. Nichts war los. Die Straßen blieben leer. Wir waren einfach alleingelassen. Also so fühlten wir uns. Und da haben angefangen, Menschen einfach so in die Leere zu klatschen, Richtung Himmel, zu Gott, unter dem Motto, gib uns ein Zeichen, hallo, wir sind auch noch da. Das war ein sehr rührender Applaus. Und da von oben kam nichts, logischerweise.
Deswegen heißt dieses Buch Der verlorene Sommer, Deutschland raucht auf dem Balkon. Es ist eine sehr lustige Tragödie aus meiner Sicht. Ich finde sowieso Tragödien sehr lustig. Ja, das ist wahrscheinlich der russische Ansatz, dass man in der Tragödie noch irgendwie lachen kann. Und auf Seite 150 deines Buches, das habe ich mir hier schön angestrichen, da habe ich so eine Formulierung gefunden, die musst du mir erklären. Und zwar schreibst du da, es ist einer der vielen seltsamen Russen, die den rationalen Westen mit ihrer geheimnisvollen russischen Seele immer wieder verwirren. Und es gibt ja im Deutschen diese Formulierung, die russische Seele. Auch meine Mutter sagt immer wieder, Wladislav, die russische Seele ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und natürlich kannst du als Autor uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Was ist diese russische Seele überhaupt? Viele Deutsche, die uns ja zuhören, haben noch nie verstanden, was diese Seele ausmacht. Ich habe es auch nie verstanden. Obwohl ich sogar, ich habe in Berlin in den 90er Jahren eine Kulturreihe sogar gemacht in meiner Stammkneipe damals. Die russische Zelle. Das war als Pendant zur russischen Seele genommen. Ich glaube, eine plausible Erklärung wäre, dass die Europäer oder die Deutschen alles, was sie nicht verstehen, ins Mystische ziehen und sagen, das ist so eine besondere Seele. Ja, es gibt keine allgemeingültige Grundlage für das Gefühl des Wohlseins. Es gibt auch so ein russisches Sprichwort, weißt du, was für den Russen Spaß ist, ist des Deutschen Tod. Das ist ein sehr weit verbreitetes Sprichwort. Ja, das, was dem einen gut tut, ist für den anderen dann nur Schaden, kann nur schaden. Darin ist wahrscheinlich die Wurzel dieser russischen Seele zu finden. Die Russen ändern sehr oft ja, ihre Stimmungslage, ihre Meinung. Gerade eben haben die Menschen noch nachdenklich gesessen, jetzt tanzen sie schon auf den Tischen. Sie können, ich weiß nicht, aus einer Laune heraus in ein gefrorenes See springen, um einen obdachlosen Hund zu retten und 5 Minuten später den gleichen Hund wieder in den See schmeißen, aus einer anderen Laune, weil wozu das Ganze, hat ja eh keinen Sinn. Und das ist die russische Seele. Ja, danke für die Definition. Also ich frage meine Mutter auch immer nach der Definition, aber man tut sich doch schwer. Meine Mutter tendiert dazu zu sagen, dass die Russen mehr Emotionen haben und diese Emotionen auch zeigen, während die Deutschen ja eher so die Kunst der Sachlichkeit Ja, aber verkörpern. Würdest du? weißt du, wann Menschen mehr Emotionen haben? Ja, wenn ihnen im Arsch brennt zum Beispiel, dann haben sie mehr Emotionen. Das ist ganz normal. Ich glaube, in der deutschen Geschichte gab es auch Momente, wo die Deutschen ganz, ganz viel Emotionen hatten. Ja, das ist, wie die Deutschen schön sagen, Hummel im Arsch, wenn man eine hat. Ja. Ja. Insofern, ich glaube nicht, dass dieses Phänomen russische Seele etwas Angeborenes ist. Ja, aber kommen wir mal zurück zu deiner Russendisco. Das war ja dein Durchbruch als Autor, weit über 1 Million verkaufte Exemplare. Hattest du schon immer ein Erzähltalent oder wie bist du dazu gekommen? Man wird ja nicht irgendwie geboren und ist dann gleich Autor. Wie hast du diese Fähigkeit entwickelt, schöne Geschichten zu erzählen, sie aus dem Alltag zu nehmen und vor allem für meine Community besonders interessant? Kann man das entwickeln? Also könnte ich das auch lernen? Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Na gut, dann natürlich mit Erfahrung. Ich kann dir sagen, ich war schon immer ein sehr gesprächiger Mensch. Ich habe schon immer sehr gerne Geschichten erzählt. Bereits im Kindergarten habe ich Geschichten erzählt. Ich habe irgendwelche Filme. Ich habe mir einen Onkel ausgedacht im Kindergarten. Und dieser Onkel, der sollte ein Filmvorführer in einem geschlossenen Kino gewesen sein, einem Kino, wo nur hohe Parteibeamten rein durften. Und mich aber ließ dieser Onkel
ins Kino rein und so war ich im Besitz von diesen wunderschönen Filmen, die ich in Wirklichkeit nie gesehen habe. Ich habe sie alle ausgedacht. Wir hatten eine Abmachung im Kindergarten. Ich habe Geschichten erzählt und dafür haben meine Kindergartengenossen meinen Brei aufgegessen im Kindergarten, das, was ich überhaupt nicht ausstehen konnte. Und viele Filme, übrigens interessanterweise, habe ich dann diese Menschen 30 Jahre später, 40 Jahre später getroffen und die haben mir erzählt, die haben dann doch den Film, den einen oder anderen Film gesehen. Und er war bei weitem gar nicht so spannend, wie ich ihn damals präsentierte im Kindergarten. Ich habe später, dann war ich in der Armee mit einer sehr harten Realität konfrontiert. Und ich dachte, ich brauche irgendeine Autorität mir anzueignen. Ja? Die anderen waren dafür gut, dass sie besonders kräftig, stark waren oder technisch begabt. Und ich habe angefangen, eine Karriere als Wahrsager. Ich habe handgelesen, habe ich anderen Soldaten. Ich habe ihnen über das erzählt, was gewesen war und das, was kommt. Eigentlich habe ich sehr schnell kapiert, dass es eigentlich ziemlich leicht ist, wahr zu sagen. Weil du musst sehen, in der Sowjetunion waren die Möglichkeiten, ja, der menschlichen Entfaltung ziemlich begrenzt. Es waren nicht tausend Wege, die ein junger Mensch irgendwie hinter sich hatte oder noch einschlagen konnte. Es waren vielleicht drei, maximal vier. Und du konntest im Grunde genommen diesen Menschen allen gleichzeitig wahrsagen. Und du würdest immer recht haben. Also man konnte diese ganze Armeeeinheit in Reihe und Glied aufstellen und allen ihre Zukunft über ihre Zukunft berichten. Das habe ich natürlich nie gemacht, weil jeder Mensch will ja etwas ganz Besonderes sein und ein eigenes, mit niemandem vergleichbares Schicksal haben und Lebenslauf. Aber damit habe ich mich in der Armee über die Runden gehalten. Dann später, nach meiner Auswanderung in Deutschland, habe ich angefangen, bei den Vorlesebühnen aufzutreten. Weißt du, was Vorlesebühnen sind? Ich war schon mal da, aber vielleicht erzählst du es meinen Zuhörern. Man kann sagen, das waren die Vorläufer von Slam Poetry, glaube ich, so in etwa. Nur, dass die Menschen eben nicht dichteten, sondern Geschichten erzählten oder auch sangen. Es war alles Mögliche. Es gab auch schon Dichter, natürlich gab es Dichter. Aber es war eine Veranstaltung, die sehr hart für die Künstler aufgebaut war, weil die Menschen haben nicht jetzt Karten gekauft, ja, um jemanden bestimmten zu sehen. Wenn du diese Menschen, und das hat in der Kneipe stattgefunden, ja, wenn du diese Menschen nicht gleich mit erstem Satz, na gut, mit drei, vier Sätzen gewinnst, ihre Aufmerksamkeit, ihr Interesse, dann gehen sie zum Tresen, Bier trinken, das ist dann verloren. Wir hatten eine sehr harte Schule, glaube ich, war das. Wir hatten sogar Situationen, wo wir als Künstler, es waren immer fünf, sechs Menschen da, manchmal sogar sieben Teilnehmer, wo wir irgendwelche unzufriedenes Publikum rausgeschmissen haben aus der Kneipe. Also es war auf jeden Fall eine viel ehrlichere Veranstaltung als alles, was ich davor gemacht hatte, so Theater, Kunst. Das hat mich, glaube ich, dazu gebracht, sehr präzise zu arbeiten, jeden Satz auf die Waage zu legen. Bringt der Satz das Wort, die Geschichte weiter oder ist das nur ein Bremser? Und irgendwann mal, doch schon, man kann alles lernen. Ich glaube, die Inspiration, den kreativen Einfall kannst du nicht lernen, aber die Art des Schreibens kannst du lernen. Also, dass man, ich habe so gelernt, zumindest sehr präzise ist vielleicht das falsche Wort.
dicht, sehr dicht zu schreiben. Diese Sätze, die müssen in meinen Ohren wie Rap im Grunde genommen klingen. Mhm. Also da muss ich, also eben, das muss wie ein Gesang, ja genau. Das ist kein Gesang, aber hört sich an wie ein Gesang. Verstehst du? Jetzt habe ich wieder, ich schreibe jetzt ein neues Buch über diese pandemische Zeit, weil mich das so beschäftigt. Und immer wieder höre ich, wie Menschen darüber diskutieren, was war das eigentlich? War das jetzt die Fledermaus oder waren das doch die Wissenschaftler? Das scheint ein Thema zu sein, das in so einer Endlosschleife immer weitergeht. Und jetzt gerade vorgestern habe ich darüber geschrieben, ich habe mit einer Chinesin gesprochen. Ein Freund von mir ist mit einer Chinesin verheiratet. Sie ist eigentlich eine schweigsame Frau, aber wenn man sie fragt, dann antwortet sie. Und sie hat gesagt, nie im Leben würden Chinesen irgendwelche Mäuse essen, weil Fledermäuse in China ein negativ besetztes Symbol sind. Wenn also ein Chinese, das bringt Unglück einfach, ja, wenn ein Chinese eine Fledermaus sieht, dann guckt er weg. Und das sind alles, das sind Sätze, weißt du, wo ich großen Spaß habe, sie aufzuschreiben. Allein schon dieser Satz, wenn ein Chinese auf eine Fledermaus trifft, Mann, da geht mir die Pumpe hoch. Das ist für mich besser, viel besser als Literatur. Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt quasi, wir sind ja alle keine großen Schriftsteller, wenn wir beispielsweise eine E-Mail verfassen, weil jeder von uns ist ja kein Berufsschriftsteller, aber in gewisser Weise tippen wir ja täglich 10, 20, einige Menschen schreiben 40, 50 Mails am Tag. Wir sind also so kleine, vielleicht auch unfreiwillige Schriftsteller geworden durch den E-Mail-Verkehr. Wenn ich also jetzt eine E-Mail schreibe, worauf sollte ich dann achten? Beispielsweise, du fängst ja dein neues Buch, Der verlorene Sommer, fängst du an mit einem Satz, darüber hast du dir bestimmt ganz viele Gedanken gemacht. Nein. Bus und der Busfahrer sind desinfiziert. Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand ein und steigen Sie durch die hintere Tür in den Bus ein. Dieses schöne Zitat aus dieser pandemischen Zeit. Wie machst du, also wie ist dieser Prozess des Schreibens? Also du schreibst einen Absatz oder du schreibst ein Kapitel, gehst du dann Satz für Satz durch, versuchst du Sätze zu streichen, versuchst du Wörter zu verändern und wie können wir normalos daraus einen Prozess, vielleicht etwas klauen, um bessere E-Mails zu schreiben? Also sehr, sehr wichtig ist, dass man selbst versteht, warum es geht. Deiner Frage mit E-Mails komme ich noch. Ich möchte nur ganz kurz allgemein sagen zu einer Geschichte. Wir wissen meistens nicht, in welcher Geschichte wir gerade sind, ob sie schon zu Ende ist oder was noch kommt. Wir haben in der Regel entweder zu viel Informationen, also zu viel Nebenstränge, nebensächliche so Halb- und Viertelgeschichten. Manchmal haben wir auch zu wenig einfach und sind zu ungeduldig und wollen gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und das zerstört diese innere Dramaturgie. Ich überlege oft und ich denke wirklich lange darüber nach, über einen Tag oder über eine Woche, was dort wirklich passiert ist und was nur so eine Nebelkerze war. Und du findest diese Standpunkte, diese Punkte, die, wenn du die Geschichte schon einigermaßen kennst, diese Standpunkte, die Punkte, die sie immer weiterbringen. Und für mich war dieses Schild im Bus mit Fahrer und Bus desinfiziert. Das war der Beginn der Reise durch die Pandemie. Ich stand am Bahnhof Baden-Baden. Das war der Beginn der Reise mit diesem Bus. Das hätte genauso davor oder danach sein können. Aber nein, es war eben gerade in diesem Moment. Das Schild hat mich auf die Reise gebracht.
Bei einer E-Mail ist das so. Naja, es kommt darauf an, was du mit deiner E-Mail erreichen willst. Also oft schreiben Menschen einander Nachrichten, als wären sie irgendwie von künstlicher Intelligenz gesteuert, als wären sie Algorithmen. Und wenn man etwas Menschliches reintut, wenn du zum Beispiel deinen Brief nicht mit deiner eigentlichen Botschaft beginnst, sondern mit dem, was du gerade siehst. Bei mir zum Beispiel hat sich eine Amsel jetzt auf dem Balkon eingenistet. Sie hat mitten im Aschenbecher ihr Nest gemacht. Innerhalb eines Tages. Jetzt gehen wieder alle ganz vorsichtig um diese Amsel herum und sie guckt. Also sie sitzt jetzt diese Amsel im Aschenbecher. Sie hat jetzt 5 Eier inzwischen, so kleine blaue Eier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Verlegerin schreiben würde, ich habe die Korrekturen jetzt für das neue Buch gelesen und sie gut finde, würde ich diese E-Mail mit der Amsel beginnen. Ja, es ist ein schöner Tipp. Also manchmal. Also du gehst möglichst weit, weit weg von deinem eigentlichen Thema, um dann zurückzukommen. Und dadurch gewinnst du die Aufmerksamkeit deines Adressenten, wie heißt es, ja. Ja. Nee, ist ein absolut guter Tipp und der Tipp könnte man, diesen Tipp kann man ja auch bei Smalltalks ebenfalls anwenden, mit etwas Besonderem zu starten. Ich weiß nicht, ob du mal auf einem Netzwerk-Event warst. Häufig stehen Menschen nebeneinander und wissen nicht, was sie einander sagen sollen und dann fragen sie, haben sie gut hergefunden? Wie ist das Wetter? Was haben sie am Wochenende gemacht? Und das sind sie solche Sie haben nicht Sätze. Nur 3, sie haben 15 Fragen, als gäbe es irgendwo eine Liste. Eine geheime Liste mit bedeutungslosen, idiotischen Fragen, die Menschen einander stellen müssen. Ist doch egal, das ist wie, wenn du in einem Hotel ankommst. Weißt du, da fragen sie auch, wie war die Fahrt? Wie war ihre Fahrt oder so? Vielleicht hattest du ja gar keine Fahrt. Vielleicht bist du gleich aus dem Haus nebenan. Obwohl, das ist natürlich dann blöd, ins Hotel zu gehen, wenn man so, ja. Außer du hast eine Geliebte. Das geht. Genau, und mir kommt das auch so vor, also dass diese Fragen, sagen wir, es sind 10, 12, dass es immer die gleichen Ideen sind für Smalltalk und die Menschen sind vielleicht nicht mutig genug, so eine Geschichte mit der Amsel zu erzählen, weil sie denken, das geht jetzt von 0815 vom Standard weg und wenn ich nicht Standard bin, dann lacht mich der andere vielleicht für diese Amselgeschichte aus und wir trauen uns nicht, unser Leben und unsere Menschlichkeit zu teilen, oder? Aber das ist total pubertär. Also die Amsel ist ein super Anfang für jeden Smalltalk. Also die Amsel, das ist jetzt meine neue Erfahrung, aber die ist durchweg positiv. Die Amsel würde ich empfehlen für jeden Smalltalk. Sehr gut, sehr gut. Aber das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Also etwas ausbrechen aus diesen idiotischen Standardschubladen und mal eine andere Schublade aufmachen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Bleibt nur zu hoffen, dass unsere Zuhörer dich erhören und auch weg vom Standard gehen. Wladimir, am Ende noch ein Thema, da wären meine Zuhörer sicher traurig, wenn ich dich nicht dazu fragen würde, und zwar zu den deutsch-russischen Beziehungen. Das ist ja so ein Klassiker. Bei Gerhard Schröder waren die besonders eng. Merkel und Putin sind ja so ein bisschen distanzierter. Wie siehst du diese Entwicklung zwischen den deutsch-russischen Beziehungen? Kurz zum Hintergrund, du bist ja in Moskau geboren, hast lange Zeit in Russland gelebt, bist dann in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen und jetzt seit ja mittlerweile 30 Jahren ungefähr in Deutschland. Wie siehst du diese Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen und was könnten Russen und was könnten Deutsche etwas besser machen? Ja, die Botschaft, die Hauptbotschaft, die jetzt die russische Führung in die Welt sendet, ist, macht's doch besser. Zeigt uns, also ja, okay, wir sind scheiße, wir haben alles verkackt und vergeigelt, Kommunismus nicht aufgebaut, Kapitalismus auch total daneben gegangen. Jetzt haben wir das größte Land der Welt,
und haben in 30 Jahren nicht mal 10 Kilometer Straße bauen können. Das Geld ist als geklaut, Bevölkerung unqualifiziert und wir haben keine Demokratie. Was habt ihr besser gemacht? Zeigt uns irgendwas. Was ist bei euch besser? Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Ansage. Man kann darüber staunen oder lachen, aber es ist eigentlich im Grunde genommen eine sehr große menschliche Tragödie, dass irgendwelche Ergebnisse, ja, zum Beispiel von dieser demokratischen Ordnung, nicht, noch immer nicht kommuniziert werden können, nicht richtig formuliert werden können, ob in einer E-Mail oder in einem Buch. Das ist nicht überzeugend, was heute passiert. So, Schröder ist ein gutes Beispiel. Das ist doch, also ein Bundeskanzler, auch ein ehemaliger, ist trotzdem ein Markenzeichen, ein Symbol dieser Demokratie. Kann man sowas kaufen? Ja, kann man. Und zwar zu einem sehr niedrigen Preis. Also eigentlich haben sie diesen Schröder für nichts gekauft, für ein paar Kubikmeter Gas, für einen Furz der Erde. Verstehst du? Das ist der wahre Preis eines Bundeskanzlers. Ein Gasfurz. Was kann ein Land überhaupt noch behaupten und in die Welt setzen, das von solchen Menschen sich regieren lässt? Mhm. Sie kommen und gehen. In der Demokratie sind Politiker Verwaltungspersonal. Sie verkörpern nicht die Macht. Mit wie vielen amerikanischen Präsidenten hat Putin schon sich getroffen und unterhalten? Mit 5. Die kommen und gehen. Kaum jemand weiß überhaupt noch, wie sie heißen. Und der ist noch immer da. Und lenkt und macht. Und diese, was bedeuten diese Präsidenten, wenn sie wie Eintagsfliegen? Weißt du, das ist so ein Bild, glaube ich, das auch in Russland sehr oft verwendet wird. Du hast ein Gericht, also so Buletten, ja, und obendrauf sitzen Fliegen. Und man sagt, das ist nicht ein Gericht. Man muss das teilen. Also die Fliegen sind das eine und die Buletten das andere. Also die Russen sehen sich wie Buletten, wie der Salz der Erde sozusagen, ja. Grundlage des menschlichen Lebens. Und das ist eine Herumfliegerei. Also diese demokratisch Gewählten, die sind dann nach ein paar Jahren weg und haben dementsprechend auch keine Verantwortung mehr. Mhm. Wobei man auch sagen kann, dass natürlich die Russen, wenn sie auf die ökonomischen Erfolge von Europa oder Deutschland schauen, dann schauen sie auch mit etwas neidvollen Augen hierhin. Also während die russische Oma vielleicht 100 Euro umgerechnet bekommt an Rente, geht es den deutschen Omis ja durchaus viel, viel besser. Kann man auch sagen, dass Russland etwas neidisch ist auf den ökonomischen Erfolg von Deutschland? Wie soll es weitergehen, Vlad? Also macht es wirklich Spaß jetzt, ein reicher Mann in einem Armenhaus zu sein, wo alle Nachbarn, wie du sagst, neidisch auf dich sind? Früher oder später werden sie an deine Tür anklopfen oder sie dir die Tür anzünden oder dir die Fenster kaputt schlagen, mit einer gewissen Berechtigung sogar, würde ich sagen. Ja, das ist sehr interessant. Zurzeit ist die wirtschaftsstärkste Union der Welt ist unsere EU. Sie hat ein Bruttoinlandsprodukt viel mehr als Amerika und viel mehr als China, von Russland ganz zu schweigen. Die haben 30 Mal mehr als China. Aber sie spielen in der Weltpolitik am wenigsten eine Rolle. Da sind Menschen, die ihren Wohlstand geschafft haben und jetzt sich drauf setzen, wie die Amsel im Aschenbecher, und hoffen, dass sie das
am besten für immer behalten werden. Das ist ein gelinde gesagt, sehr naiver Glaube. Und was glaubst du, was wird passieren mit den Eiern der Amsel? Ich verstehe. Manchmal sagen Körpersprache mehr als Worte. Ja, ein Wladimir, wenn ich mir das so anhöre, müsste dein übernächstes Buch höchstwahrscheinlich sein über etwas Politisches. Ich glaube, da hättest du auch sehr, sehr viel mitzuteilen. Meine letzte Frage wäre zu deinen Zielen. Jetzt hast du ja diesen großen Bestseller geschrieben. Du schreibst aktuell auch Bücher über die Pandemie. Wie ist die Zukunft von Wladimir Kamina? Was möchtest du noch erreichen und worüber möchtest du alles noch schreiben? Ach, ich möchte am liebsten, also ich sehe mich selbst als Zuschauer. Das ist ein großartiges Drama. Das wird mit der Zeit nur spannender, aus meiner Sicht. Wir haben jetzt, wir leben in einer Zeit des Auseinandergehens, wo zwei große Welten, die Welt der Archaik und die Welt der Moderne, sich ziemlich unabhängig voneinander fühlen. Und beide eigentlich die andere Hälfte nicht haben wollen. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Die möchte ich noch aufschreiben. Sonst also lebe ich ein vergnügliches Leben. Ich trinke gerne gute Rotweine. Ich gehe essen. Gott sei Dank haben die Restaurants jetzt wieder auf. Ich fahre zum See. Ich war sogar Fische angeln vor kurzem. Cool. Ja, super. Also dieses Savoir-vivre, dieses Leben können, das können die Russen, glaube ich, auch ganz gut. Und von meiner Seite, Wladimir, großes Dankeschön für das Interview. Hier nochmal meine Buchempfehlung, Der verlorene Sommer. Wladimir versteht es wie kaum jemand aus den Alltagsgeschichten, pointiert und sehr verdichtet die Essenz herauszudestillieren. Wladimir, dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ich danke dir. Und lieber Abonnent, liebe Abonnentin, wenn du weißt, was die russische Seele ist und das Wladimir oder mir erklären möchtest, dann schreib das doch gerne in die YouTube-Kommentare, denn Wladimir und ich, wir sind nicht 100% sicher und YouTube hat ja diesen großen Vorteil, dass wir in Kontakt bleiben können. Und wenn du noch weitere Kommentare hast, alles bei YouTube reinpacken und wir sehen uns, hören uns hoffentlich bald in einem der nächsten Interviews beim Menschen überzeugen. Tschüss! Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren? Einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst. Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.